Hallo Leute, heute kommt mal ein kleines Austauschvideo zwischen mir und euch und sorry, dass meine Haare noch nass sind und ein bisschen komisch aussehen. Ich bin gerade bei meiner Oma und ich wollte mir eigentlich die Haare mal föhnen. Eigentlich föhne ich sie nie, aber ich wollte sie föhnen, habe ich sie nach einem Föhn gefragt, hat sie mir dieses antike Teil in die Hand gedrückt und ich kriege damit meine Haare einfach überhaupt nicht trocken. Deswegen kommt das Video jetzt so online. Und ja, wie gesagt, Austauschvideo. Ich von meiner Seite kann nur Danke sagen für dieses tolle Jahr. Ihr habt mich so krass unterstützt. Mein YouTube-Kanal ist so gewachsen, meine Videos sind so gut angenommen worden. Und ich finde es echt krass, dass so viele meine Videos regelmäßig gucken. Und darüber bin ich so, so, so glücklich. Und ich freue mich immer über die ganzen positiven Kommentare. Oder auch natürlich konstruktive Kritik nehme ich auch sehr, sehr, sehr gerne an. Und ja, es war einfach ein richtig, richtig schönes Jahr für mich und jetzt freue ich mich schon ganz arg auf 2016. Meine Frage ist jetzt, was wollt ihr denn 2016 alles von mir sehen? Schreibt mir mal in die Kommentare, was für Videos ihr am liebsten haben möchtet von mir, was ihr euch am meisten wünscht und ich habe mir ganz fest vorgenommen, dass ich diese Wünsche verwirkliche. Und ich weiß, dass die Umstyling-Videos sehr gefragt sind. Ihr könnt euch wirklich immer noch jederzeit bewerben. Alle Infos findet ihr hier unten in der Infobox. Ich gucke mir jede Bewerbung an. Ich kann natürlich nicht immer zurückschreiben, weil es sind echt, echt viele. Aber ich lese mir wirklich versprochen jede Bewerbung durch. Und es werden auf jeden Fall noch weitere Umstylings kommen und auch noch ganz viele andere Videos. Dann freue ich mich auf eure Kommentare. Schreibt mir bitte, bitte, bitte auf jeden Fall rein, was ihr euch 2016 hier auf meinem Channel erhofft und was ihr gerne sehen möchtet. Und dann sehen wir uns spätestens an Silvester wieder oder am 1. Januar, denn meine Riesenverlosung wird noch online kommen. Ja, die ist auch schon längst überfällig wieder. Ja, und dann sehen wir uns da das nächste Mal. Tschüss!